Falls ihr noch auf der Suche nach günstigen Ultimate-Team-Münzen seid, schaut auf jeden Fall mal bei meinem Sponsor IG Vault vorbei. Dort gibt es die günstigsten und schnellsten Coins und mit dem Code BRO kriegt ihr noch 6% Rabatt. Gönnt euch, Freunde! Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Let's Play FIFA 17 Karriere mit dem FC Bayern München und mir, dem Simon, eurem Gamer Brother, Freunde. Wir sind zurück am Start und werden heute in dieser Folge natürlich auch wieder, ja, so gut wie es geht, rasieren in dieser Karriere. Vor uns steht das Spiel gegen Leicester City, das Rückspiel in der Champions League. Das werde ich aber sehr wahrscheinlich simulieren. Wir haben das Hinspiel ja 5:1 auswärts gewonnen. Da habe ich tatsächlich mal eine echt gute Leistung gezeigt. In der Bundesliga werde ich aber gegen Gladbach selber spielen. Das ist eine hochinteressante Partie. Gladbach in den letzten Jahren immer stark gegen die Bayern gewesen. Deshalb nehme ich mir dieses Spiel mal selber vor. Des Weiteren würde es mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben auf dieses Video da lasst. 1500 wäre auf jeden Fall wieder nice für diese Karrierefolge. Auch gerne, wenn ihr mehr Videos am Samstag und Sonntag Vormittag sehen wollt, Freunde. Morgen wird es auf jeden Fall, also am Sonntag, mittags, so ich denke mal ab 12, 13 Uhr, einen Livestream geben. Dort werde ich wieder vor Champions spielen, also genauso wie letzten Sonntag werde ich da wieder eskalieren. Und falls ihr noch Ultimate Team Münzen braucht, checkt auf jeden Fall meine Sponsoren IG Vault und MMOGA ab. Bei MMOGA findet ihr außerdem noch gut FIFA, nicht FIFA, sondern PSN-Karten und Microsoft Points, aber eben auch FIFA-Coins und bei IG Vault eben die günstigsten FIFA-Coins momentan mit einem 6% Discount-Code BRO, der ist auch in der Beschreibung. Ja, Freunde, wir spielen als erstes gegen Frankfurt und Arjen Robben sagt, dass er ziemlich gerne spielen würde in diesem Heimspiel gegen die Frankfurter, Freunde. Falls es euch übrigens noch nicht aufgefallen ist, ich habe einen neuen Stuhl und zwar von DX Racer. Ich bin jetzt offizieller Partner von denen. Das Ganze ist jetzt hier kein Placement oder so. Ich habe den Stuhl zwar kostenlos zur Verfügung bekommen, aber ich kriege jetzt nicht für dieses Video Geld oder so. Deshalb, ich zeig euch den hier nur. Ich hatte ja vorher schon diesen DX Racer hier, den ich mir aus eigenem Geld gekauft habe, aus eigener Tasche. Ich finde die Stühle einfach so nice. Ich bin so stolz, jetzt Partner von denen zu sein. Ich musste das jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber ich hatte einfach nochmal Bock drauf, Freunde. Ich werde demnächst auch mal eine Gaming-Room-Tour machen. Wenn ihr eine Gaming-Room-Tour sehen wollt, also hier von meinem ganzen Setup, könnt ihr ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann machen wir das Team mal fertig für das kommende Spiel gegen Frankfurt. Ich denke mal, ich werde da nicht viel ändern. Thiago lasse ich in die Startelf für Arturo Vidal. Und ja, doch, Lahm hat momentan die Form nach oben. Da muss ich da jetzt nicht Kimmich reinrotieren. Lassen wir das soweit dann erstmal so stehen und schauen dann mal, wie sich hier die Bayern gegen Frankfurt schlagen werden. Okay, Freunde, dann geht's jetzt ja auch gleich schon los. Das Ganze ist ein Heimspiel und wir haben es gerade gesehen, die Frankfurter zuletzt mit 2 Siegen in Folge. Aber hier liegen sie nach 7 Minuten zurück durch ein Tor von Alexis Sanchez. Können aber nach 22 Minuten durch Stendera ausgleichen. Robben mit dem 2-1, der wollte spielen und nutzt seine Chance. Sehr schön. Sind wir jetzt hier in die Halbzeit gegangen. Vidal kommt für Kroos in die Partie, Tah für Alaba. Schauen wir, ob noch irgendwas passiert. Vidal mit dem 3-1. Der Joker trifft hier. Sehr schön. Costa kommt noch für Thiago Lahm mit der Gelben. Und dann war es das von dieser Partie. Wir gewinnen 3:1 zu Hause gegen Frankfurt. Ein absoluter Pflichtsieg. Und damit marschieren wir in der Bundesliga einfach nur richtig krass weiterhin durch. 3 neue Nachrichten zum Beginn der nächsten Woche. Als erstes eine Pressekonferenz. Wir werden mal unseren FC Bayern München loben hier gegen Leicester. Und Donnarumma möchte mehr Spielzeit. Und Arjen Robben bedankt sich, dass er gespielt hat. Und ja, ich würde sagen, gegen Leicester könnten wir vielleicht Donnarumma mal wirklich spielen lassen. Ich meine, ich denke mal nicht, dass wir 0-5 zu Hause gegen Leicester verlieren. So, Freunde, das ist die Mannschaft, mit der wir das Rückspiel in der Champions League bestreiten werden. 4-3-3 natürlich wieder, aber richtig krass durchrotiert. Donnarumma darf spielen, der hat es sich ja unbedingt gewünscht. Boateng und Kroos sind die einzigen aus dem letzten Spiel, die in der Startelf stehen. Ansonsten alles durchrotiert, vorne Selke, Carrasco, Coman, dann Mittelfeld mit Sanchez, Kimmich, Kroos und die Viererkette mit Klostermann links, Jonathan Tah, linker Innenverteidiger, dann Boateng, der hat auch letztes Spiel noch gespielt und dann Schmidt, unser Jugendspieler, als Rechtsverteidiger, den möchte ich da mal ausprobieren. Der ist ja relativ talentiert, könnte auch Linksverteidiger spielen, aber Klostermann kann ja auch auf beiden. Nee, Klostermann kann nur Rechtsverteidiger spielen, dann lasse ich Schmidt mal links spielen. Keine Ahnung, ist ja auch eigentlich egal. Und Donnarumma im Tor, das ist auf jeden Fall die Aufstellung und dann hoffe ich, dass es gegen Leicester wieder so ähnlich erfolgreich wird wie letztes Spiel. So, rein geht's in die Partie gegen Leicester. Hier sehen wir nochmal die letzten Ergebnisse. 1:0 haben sie vorher gegen Sevilla gewonnen und treffen jetzt auch hier 0:1 Vardy in der 8. Minute. Also unsere Verteidigung scheint da nicht so sicher zu stehen, aber ich denke mal, wir sind weiter, da ist es egal, können jetzt hier ein paar Leute austesten und wichtige Leute schon in dieser heißen Phase der Saison. Mahrez mit dem 0:2, okay. Kapuzka mit dem 0:3. Okay.
Okay, Vardy mit einer Verletzung. Wir haben das Spiel 0-3 verloren. Ich bin mit meiner Rotation gerade richtig auf die Fresse gefallen. Aber wir sind weiter und dann ist auch in Ordnung. Aber damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Also ein Unentschieden hätte ich mir schon ausgerechnet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Freunde, da gleich ein neues Training ansteht, habe ich mich mal nach anderen Jugendspielern umgeschaut. Und da sind mir Braga und Albert Schmidt auf jeden Fall aufgefallen. Ich denke mal, ich werde den Schmidt trainieren und dann den Kaiser rausnehmen. Weil der sah am Anfang relativ vielversprechend aus, aber hat jetzt nur noch zwischen 76 und 84 Potenzial. Und da ist es mir nicht wert, da alle meine Trainings für zu verschwenden. Deshalb werde ich den jetzt hier wieder rausnehmen. Ich denke mal, ich werde dann dreimal diesen neuen Jugendspieler reinmachen. Und einmal nochmal Renato Sanchez, denn den hatten wir jetzt lange nicht mehr drin. Und bei dem ist auf jeden Fall noch einiges möglich. Er hat jetzt schon eine 83er Bewertung. So, Freunde, so sehen die neuen Trainingseinheiten aus. Und dieser Schmidt hat schon echt gute Werte. Er ist 16 Jahre und hat ja echt ein ganz gutes Potenzial. Ich glaube, zwischen 84 und 90 oder sowas. Also das sieht echt schon deutlich besser aus als bei dem Kaiser, den wir da hatten. Aber er hat 74 Dribbling und 71 Ballkontrolle und das mit 16 Jahren. Aber wo wir sehen, bei der Defensive, da hapert es richtig bei ihm. Egal, ich würde sagen, wir schauen mal ins erste Training rein und gucken, was passiert. Wäre natürlich nice, wenn er sich direkt verbessert und das macht er auch. Er geht direkt auf eine 60er Bewertung hoch. Sehr schön. Bei kurzer Pass, Übersicht, Abfang, Deckung, Grätsche und Zweikampf überall verbessert. Ja, so stelle ich mir das doch vor. 4 Nachrichten gibt es vor dem Spiel gegen Gladbach. Ich werde nicht Nationaltrainer von Venezuela, sagen wir es so. Geänderter Spieltermin, die Bayern gegen Mainz um einen Tag nach hinten verschoben. Und wir kriegen 5,5 Millionen durch die Champions League und Neuer möchte in der Liga wieder ran. Das darfst du auch, mein Freund. So, Freunde, und da sind wir auch schon im Borussia-Park zu der heutigen Bundesliga-Begegnung. Die Gladbacher treffen auf die Bayern und das ist eine absolut traditionsreiche Begegnung in der Bundesliga. Da ist richtig Feuer drin. Die Gladbacher waren in den letzten Jahren immer mal wieder gut dafür da, um die Bayern zu ärgern und mal Punkte gegen sie zu holen. Oftmals auch gegen die gewonnen. Es gab sogar eine Zeit, da war Neuer immer mal wieder für einen Torwartfehler gegen Gladbach gut. Und die Gladbacher selbst, wir haben es gerade gesehen, waren glaube ich auf Rang 7, haben noch ordentlich was vor sich, wenn die noch in die Champions League kommen wollen. Und wir sehen es, wir sind weiterhin mit Abstand die beste Defensive der Liga. Gladbach ist auf Platz 5 mit 26 Gegentoren und wir auf Platz 1 mit 14 Gegentoren. Das heißt, wir haben fast nur die Hälfte der Gegentore von Gladbach bekommen. Also defensiv stehen wir weiterhin einfach nur top. Und da sind auch die Mannschaftsaufstellungen. Gladbach mit folgender Formation heute auf dem Rasen. 3-5-2. Die spielen ja also tatsächlich mit einer Dreierkette. Mit Modahut und Kramer auf der Doppelsechs. Davor dann Schulz, Traoré, Stindl, Raphael und André Hahn. Also André Hahn auch ein richtig, richtig guter Spieler. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen, Freunde. Also die Gladbacher generell mit einem richtig starken Offensivspiel da vorne. Tempo-Fußball, dafür steht die Fohlen-Elfer jetzt schon seit ein paar Jahren, nachdem die da wirklich sensationell unten rausgerettet worden sind, damals von Lucien Favre und seitdem einfach ein Anwärter auf die internationalen Plätze sind. Richtig kranke Entwicklung. Unsere Formation heute 4-3-3 offensiv. Carrasco mal von Anfang an links vorne. Ansonsten mehr oder weniger so unsere Stammelf. Ja, Freunde, und dann gibt's den Teamkreis und ich würde sagen, wir gehen rein in die Partie. Der Schiedsrichter hat die Begegnung freigegeben und wir hoffen natürlich auf den Auswärtssieg. Hier unentschieden wäre auch in Ordnung, aber nach der 0-3 Champions League-Klatsche gegen Leicester City vor heimischem Publikum, auch wenn wir da rotiert haben. Da sollten wir jetzt wieder Wiedergutmachung einfahren. Und Vidal wurde da gerade hart umgekloppt. Ich habe gerade die ganze Zeit bang geguckt, ob der wieder aufsteht. Scheint aber erstmal keine Verletzung zu sein. Boah, groß, gutes Auge auf Robert Lewandowski. Der legt sich den Ball gut am Verteidiger vorbei. Erste Möglichkeit von Robert Lewandowski, aber dann der Ball doch sehr weit rüber. So, Kroos darf es direkt nochmal mit einer Ecke versuchen. Und die ist besser, Müller. Aber Jan Sommer im Tor. Die erste Viertelstunde gehört auf jeden Fall den Bayern. Wir machen hier echt gut Druck. Aber, ja, Gladbach hat Jan Sommer und steht bis jetzt hinten zwar nicht sicher, aber, ja, die Null steht. Robben, das ist ein wunderbarer Pass auf Thomas Müller. Der legt ihn nochmal zurück. Robben, jetzt auf dem Weg in die Mitte. Das ist seine Spezialität, Robben. Und dann Jan Sommer und nochmal Philipp Lahm mit dem linken. Richtig komisch, wie diese Chance entstanden ist durch diesen Abpraller. Aber gut, Philipp Lahm mal mit einem Abschluss. Toni Kroos, richtig starker Ball auf Arjen Robben. Links ist ganz viel Platz für Carrasco, den sieht er. Yannick Carrasco nimmt den Ball wunderbar an, der klebt am Fuß. Jetzt zieht er ihn zurück zu Müller und Jan Sommer kommt noch an den Ball. Starke Fußabwehr vom Schweizer hier im Kasten. Thomas Müller, richtig gute Möglichkeit, wie er den da aus der Drehung nimmt. Aber wie Carrasco da den Ball von Robben verarbeitet hat, wunderbar. Jetzt ist erstmal Halbzeit,
0:0, aber wir sind bis jetzt auf jeden Fall klar besser. Boah, Lewandowski mit einfachen Mitteln am Verteidiger vorbei und wieder eine starke Parade von Jan Sommer. Kroos kann sich den Ball dann nicht nochmal zurückholen. Müller jetzt aber. Und Müller nochmal mit der Grätsche. Also Müller gibt hier alles. Das war wieder eine große Chance, die wir nicht nutzen konnten. Ah, mega bitter, dass es hier immer noch 0:0 steht. Wow, und Robben! Der ist reingegangen. Arjen Robben macht den typischen Robben-Schlenzer ins lange Eck. Richtig schöner Treffer. Ich habe es gerade noch gesagt, vor wenigen Sekunden die Riesenchance da zum 1:0 gehabt. Wieder, aber diesmal geht dann der Ball endlich in den Kasten und Robben zieht in die Mitte, hat da viel Platz. Wird zweimal nur ganz behaglich angegriffen von Janschke und Kramer, die beide nicht in den Zweikampf reinkommen. Ja, und wenn Robben so zum Schuss kommt, dann kann Jan Sommer da überhaupt nichts machen. 1:0, was für ein geiles Tor von Arjen Robben. So, erster Wechsel jetzt bei unserer Mannschaft und das ist direkt ein Dreierwechsel. Kroos, Müller und Robben verlassen das Feld, dafür Costa, Thiago wieder in der Partie. Das heißt, wir rotieren hier wieder ein bisschen durch. Renato Sanchez kommt auch noch, den hatte ich vergessen. Hier sehen wir nochmal das Tor von Robben. Wunderschönes 1:0 von ihm. Oh, und Gladbach mit einer Riesenchance. Das war kein Abseits. Janschke scheitert hier an Neuer. Das haben die echt gut kombiniert. Kommen jetzt hier seit 10, 15 Minuten auch mal zu Torabschüssen. Und jetzt die Ecke. Halb hoch reingebracht und dann ist der Ball drin. Und Gladbach gleicht aus und ich glaube, das war wieder Janschke. Aber wie konnte das passieren? So eine halbhohe Ecke. Und war das ein Eigentor oder zählt das als Tor von Janschke? Ich habe keine Ahnung. Kann das sein, dass es als Eigentor zählt? Nee, Tor von Toni Janschke, 72. Minute. So ein unnötiger Gegentreffer. Aber es hat sich angedeutet. Gladbach ist stärker geworden und wir waren hinten wie vorne einfach nicht mehr aufmerksam. Costa nochmal mit die Fee! Douglas Costa macht den Robben! Was war das für ein Tor von Costa? Das habe ich niemals gedacht, dass der reingeht. Zwei Traumtore in einem Spiel. Costa macht den Robben aber mal sowas von exzellent nach. Also wie der reingegangen ist, das war ja mal richtig genial. Einwurf hier von Renato Sanchez. Lahm auf Costa. Bei Gladbach geht keiner auf den Ballführenden. Und dann ist es Douglas Costa mit einem Wahnsinnsschlenzer. Also wie der sich hier senkt und genau ins Eck geht, da kann Jan Sommer auch nicht viel machen. Also der senkt sich perfekt und geht dann genau ins Eck. Dafür fehlen dann Jan Sommer vielleicht auch ein paar Zentimeter. Der ist ja nicht ganz so ein großer Torwart. Und was für ein Tor von Douglas Costa. Siebtes Saisontor bereits von ihm. Sehr, sehr schön, wie die etwas jüngeren Spieler jetzt auch endlich nachrücken. Für Robben und Co., die ja auch nicht jünger werden. Also wirklich Wahnsinnskirsche und damit führen wir wieder. Endlich! Boah, schön gespielt. Gladbach muss jetzt natürlich hinten aufmachen. Und da ist Douglas Costa. Und da ist das 3:0, 94. Minute. Jetzt kommt es doppelt dick für die Gladbacher. Costa mit dem Doppelpack, da waren sie alle nach vorne gestürmt. Und dann stimmt hinten die Abstimmung nicht mehr. Und Douglas Costa schiebt den ganz easy rein, wird eingewechselt und erzielt einfach mal einen Doppelpack. Kann man mal machen. So, Freunde, und dann war's das auch mit dieser Partie. 3:1 Auswärtssieg in Gladbach. Damit können wir mehr als nur zufrieden sein. Die Trainer geben sich hier den Shakehand. Oder Shakehands, ich habe keine Ahnung, Leute. Englisch ist ja auch egal. Wir haben das Ding gewonnen. Auswärts in Gladbach. Wir schauen nochmal auf die Statistik. Und es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Starke Leistung unseres Teams. Einmal hinten defensiv gewackelt bei dieser Ecke. Aber Robben und Costa beide mit einem richtig starken Spiel. Und Toni Kroos, der ja anfangs geschwächelt hat, als er zu uns gekommen ist, hier mit einer 9,3er Bewertung. Also bei dem läuft's. Freunde, schaut euch die Tabelle an. Das ist einfach nur geil. Wenn Leverkusen das nächste Spiel gewinnt, sind wir trotzdem noch 12 Punkte vor denen. Das ist einfach nur überragend. Robben hat übrigens sein 10. Saisontor letzten Spieltag erzielt. Und ich hatte hier gerade genau gesehen. Neuer hat sich bedankt dafür, dass er wieder gespielt hat. Ist natürlich klar, mein Jung. Und jetzt gibt's hier das nächste Training. Renato Sanchez ist mit der Nationalmannschaft weg. Das heißt, wir könnten in der Theorie dem Schmidt hier noch ein Training geben. Ich gebe ihm dann einfach nochmal lange Pässe, beziehungsweise perfekte Vorlagen. Das ist langer Pass und Flanken, was er da übt. Ich bin mal gespannt. Also der hat ja ein sehr hohes Potenzial. Vielleicht so ein Next Schweinsteiger oder so, den man da entwickeln könnte. Hat sich hier auf jeden Fall wieder ganz gut gemacht. A, bei Durchsetzen und B, bei Defensive 1 gegen 2. Also hat er sich auch echt gut verbessert. Ich glaube, der hat gerade +2 Zweikampf bekommen. So will ich das sehen.
So, Freunde, was gehört zu einer Nationalmannschafts-Länderspiel-Wochenpause dazu? Genau, wir haben eine weitere Woche frei, das heißt, wir können hier nochmal in ein Training gehen. Da werde ich natürlich wieder viermal den Schmidt nehmen und einmal den Kimmich. Schauen wir hier nochmal rein, was es hier geben wird. Und der Schmidt geht direkt auf 61 hoch, also der hat echt Talent. Sehr, sehr nice, wie der sich hier verbessert. Und das, obwohl der dreimal ein D hatte. Also der könnte echt ein Next Schweinsteiger hier werden. Echt richtig krass, wie der sich hier verbessert. Ich gucke gleich auch nochmal in den Monatsbericht der Jugendmannschaft. Echt heftig. Und Leverkusen hat das 25. Spiel noch nicht gespielt. Also da oben bleibt es auf jeden Fall eng. Auch mit Schalke, Köln, Wolfsburg, die hängen da alle. Gladbach müsste jetzt Siebter sein mit 39 oder sowas. Genau, Gladbach Siebter mit 39. Die haben aber auch noch ein Spiel weniger. Also da oben ist es um die internationalen Plätze richtig eng. Meisterschaftskampf würde ich mehr oder weniger schon als entschieden betiteln, aber müssen wir mal schauen, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das Video ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, ihr habt einen sehr schönen Samstag, auch wenn er ohne Fußball ist. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ich habe dir jetzt die anderen Videos verlinkt. Checkt das auf jeden Fall aus. Genauso wie mein Sponsor IG Fold und mein anderer Sponsor MMOGA. Link dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung, Freunde. Ich bin jetzt raus. Macht's gut, haut da rein und ciao.